Ein herzliches Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play SimCity und zwar schon zur dritten Session, die ich einfach mal kurzfristig dazwischen geschoben habe, weil ich in meinem aktuellen Projekt nicht so wirklich vorankomme. Ich habe mir vielleicht ein bisschen zu viel vorgenommen, ich weiß es nicht, ich möchte noch nicht zu viel verraten, aber es ist schwer und ich muss euch sagen, dass ich da zurzeit denke, dass es noch stärker an meinen Nerven zerren könnte, als es schon Resident Evil Outbreak getan hat. Also das ist noch eine Stufe härter. Und ich bin am Verzweifeln, aber ich werde es nicht aufgeben. Ich bin da auf jeden Fall dran, keine Sorge. Aber damit ihr nicht ganz auf dem Trocknen sitzt, habe ich mir gedacht, spielen wir mal eine Runde SimCity. So, was haben wir denn bisher erreicht? Redfield, 1942 sind wir hier. Gut, das laden wir mal. Okay. Ich habe überhaupt keinen Plan mehr, was hier so abgeht. Ich muss mal gucken, wie das hier aussieht und was überhaupt Sache war. Gut, hier sieht es so aus, als würde das alles seinen gewohnten Gang gehen. Gute Entwicklung hier. Ich sehe schon vier super Wolkenkratzer auf dem ersten Blick. Das gefällt mir. So. Wir haben also schon zwei Kraftwerke, das wusste ich auch nicht mehr genau. Hier sind auch schon vier super Wolkenkratzer. Das ist ja gut. Öffentliches Verkehrsnetz muss verbessert werden. Ja, das ist ja normal. So, wir haben noch 8.900 Dollar. Ach ja, richtig. Hier hatte ich schon das letzte Mal mit der Eisenbahn angefangen. Ah ja, okay. Gut, ich habe auch diesmal wieder einige interessante Fragen von euch dabei. Zum Spiel, aber auch, ich sag mal, privater Natur. Da habe ich auch nichts gegen. Beantworte ich gerne. Komme ich nachher noch drauf zurück. Und ich habe auch noch so ein paar andere Sachen, die ich gerne mit euch besprechen möchte. Ich habe da zum einen eine Sache, an der ich momentan, ja, was heißt, interessiert bin. Eine ganz andere Sache, was gar nichts mit Let's Play-Projekten zu tun hat. Und da komme ich nachher noch drauf. Und eine Sache, da möchte ich eure Meinung zuhören, wenn ihr, oder ich möchte eure Meinung dazu haben zu einem bestimmten Spiele-Genre, ob ihr da Interesse zu habt. Da kommen wir dann nachher noch zu. Erstmal kümmern wir uns ein bisschen hier um das Spiel. Und ja, ich muss mal eben gucken. Also Industriegebiet wird benötigt, steht da oben. Dann würde ich sagen, bauen wir doch mal ein bisschen. Mal eben gucken. Hier könnte das eigentlich weitergehen. Ich denke mal, wir wechseln mit der Straße einfach mal das Land. Und dann würde ich sagen, so ein bisschen ans Wasser. So sieht das ganz gut aus. So, Straße durchzimmern. Strom braucht man natürlich auch, klar. Ja, gehen wir ruhig hier oben weiter. Das haben wir schon da angefangen, sehe ich gerade. Und schön Grünflächen drum. Die Grünflächen mache ich halt immer für... Ja, wegen der Verschmutzung, ne? Ups. Hey! Vergnügungspark oder Spielcasino? Was hältst du vom Bau eines Vergnügungsparks oder eines Spielcasinos? Der Park wird die umliegenden Wohngebiete attraktiver machen und das Casino bringt viel Geld ein. Was findest du besser? Ich glaube, dass wir im Moment ganz gut mit dem Casino fahren würden. Oder? Ich nehme mal das Casino. Hier können wir natürlich auch noch reichlich Geschenke reinballern. Allerdings, hier ist Gewerbegebiet, da ist schon was drin. Und hier haben wir auch noch Gewerbegebiet. Da könnte zum Beispiel ein Casino hin. Da könnte ein Casino hin. Oder hier unten, da... Das passt hier vom Abstand. Das habe ich letztes Mal euch schon festgestellt, ne? Das passt vom Abstand her nicht, was ich da gemacht habe. Grr. Da könnte ich mir eben dran bauen. Wir haben aber genug Geld. Wir machen mal einen kleinen Umbruch. Passt mal auf, Leute. Ich mache Folgendes. Wir nehmen das Geschenk. Setzen das dahin. Dann schnappen wir uns die Planierraupe. Machen hier... Genau. Und setzen die etwas tiefer. Der Stromkreis ist natürlich jetzt auch unterbrochen, so. Und dann müssen wir nochmal die Planierraupe nehmen und den einen tiefer setzen. Den machen wir auch weg. Upsalapalap. So. Zack. Was mache ich denn für eine ich bin dämlich. Da muss ich hin. Ja, das war gut. Reinste Geldverschwendung, was ich hier mache, ich weiß. So. Mit der Feuerwehr, ja, die steht da ganz gut so. Und jetzt machen wir den Rest noch wieder grün. Die ist zwar keine direkte Anbindung, die Feuerwehr, aber ich hoffe mal, das reicht so. Ich sag, das reicht.
Wobei. Ich habe gerade noch eine Idee. Aber nein. Nee, nee, lassen wir das mal so. Lassen wir das erstmal so da stehen. Das ist schon einigermaßen okay. Ja, der Hafen hätte prinzipiell eigentlich höher gekonnt. Jetzt habe ich doch mal wieder eine Idee. Ich muss mal eben mein Geld verbraten. Hier nützt alles nichts. So. Und dann kommt die Feuerwehr ein Stück höher. Ja, kostet alles Geld. Ich weiß, Leute. Ich weiß, es kostet Geld. Aber wir haben es ja im Moment. So. Nun ist es perfekt. Nun könnte notfalls da unten auch noch wieder was anderes hin. Das passt jetzt vom Format her. So bin ich damit zufrieden. Und dann können wir ganz genau auch noch diesen hier wegnehmen. So. Brauchen wir auch nicht. Okay. So sieht's besser aus. Gut. Trinke ich erst gleich mal einen Schluck hier. Ich bin gut drauf. Ich komme gerade von einer Flohmarkt-Tour zurück. Und ja, die ersten beiden Flohmärkte in diesem Jahr. Die Flohmarkt-Saison ist ja wieder in Gang. Und ich habe wieder Kassetten geschossen. Hörspielkassetten. Ich habe wieder 7 neue in meiner Sammlung. Unter anderem Regina Regenbogen gekauft, neue Kassetten. Und Benjamin Blümchen, Bibi und Tina und Bibi Blocksberg. Ja. Hat sich schon gelohnt. Und alles schön günstige Schnäppchen. Ach, herrlich. Ich bin gut drauf. Das lasse ich jetzt... Ja, die gute Laune lasse ich jetzt an diesem Spiel aus. Und guckt euch das mal an. Über 1000 Dollar Einnahmen. Das ist perfekt. Das nehmen wir so hin. Das nehmen wir hin. Gerne. Okay. Fine. So, die Gewerbegebiete sind schon wieder am Wachsen. Das gefällt mir. Allerdings wird immer noch Industrie benötigt, ne? Wie sieht das hier aus? Ach, ich habe dich noch gar nicht mit Strom versorgt. Oh, oh, das tut mir leid. Zappadab. Jo, machen wir es gleich ein bisschen grün. Ach, wo ich gerade hier bei den Industriegebieten bin, kann ich auch in dem Bereich gleich mal die erste Frage beantworten. Nämlich eine Frage von Plüschpudding. Finde ich auch einen sehr geilen Namen, muss ich sagen. Plüschpudding? Ja, wissen wir. Plüschpudding möchte nämlich ganz gerne wissen, warum lasse ich Platz zwischen den Industriegebieten? Also, ihr seht das ja zum Beispiel hier. Da ist ja immer mal eine Lücke zwischen. Und hier habe ich das ja auch überall gemacht, dass ich da überall so kleine Lücken gelassen habe und halt Grünflächen zwischengebaut habe. Das mache ich, um der Verschmutzung so ein bisschen vorzubeugen. Das steht sogar, meine ich, auch in der Anleitung drin. Ich habe die Anleitung zwar nicht mehr, aber früher hatte ich die mal. Und da steht drin, dass man bei den Industriegebieten nicht so in diesem Blockverfahren wie hier zum Beispiel agieren sollte. Also man sollte keine Vierecke bauen, wo man Geschenke reinbauen kann. Das wird empfohlen bei Gewerbegebieten und bei Wohngebieten. Aber bei Industrie rät man halt davon ab, aus Verschmutzungsgründen. Also immer schön Freiflächen lassen und Rasen und Parkflächen drumherum bauen. Ja, und hin und wieder sollte man halt auch ein Polizeirevier da reinsetzen, wegen der Kriminalität, dass man die ein bisschen unterbindet. Deswegen habe ich hier auch ungefähr so in alle drei Blöcke ein Polizeirevier hingestellt. Und wenn wir uns das mal angucken, ich kann mal auf unsere Statistik gucken. Falsches Menü. Wo war denn das? Bei Modell, nicht bei Gesamt? Bei Kurven? Bei Karte? Ich glaube bei Karte. Hallo? Ach, da kommt doch noch was, sehr schön. Hier ist, glaube ich, Verschmutzung, ne? Verschmutzung. Und wenn ihr guckt, rot ist ja nun extrem. Und hier am Rand, wo ich die ganzen Industriegebiete habe, da ist es zwar leicht erhöht, mit hellgrün und teilweise sogar schon gelb, aber es ist halt immer noch hauptsächlich grün. Und das heißt, die Verschmutzung ist ja ziemlich niedrig und das wollte ich damit erreichen. Und wie man sieht, hier zum Beispiel, da ist die Verschmutzung ziemlich stark, wenn man genau hier in der Mitte guckt. Ja, das kommt, weil ich hier so einen riesen Wulst an Industriegebieten habe und da halt wenig Parkflächen zwischengelassen habe. Das kommt dabei raus und deswegen mache ich das. Das mal zur Erläuterung. Dann wisst ihr da Bescheid. Ne? Und in dem Zusammenhang kann ich auch gleich die andere SimCity-Frage beantworten. Es gab nämlich noch eine SimCity-Frage von, hier, wer war das denn hier? Sternchen Periode 1. Seit wann habe ich überhaupt SimCity? Also ich habe das schon früher, ja, ich habe das Spiel ja früher schon mal gehabt. Ich habe das ja mal erzählt, dass ich alle meine Super Nintendo-Spiele irgendwann mal verscherbelt habe. Was mir heute noch in der Seele wehtut. Und, ja, ich hole mir jetzt ja alles wieder, nach und nach. Und das war eins der ersten Spiele, wenn nicht sogar das erste Spiel, was ich mir wiedergeholt habe. Aber ich hab's, wann habe ich es da mal bekommen? Ich denke mal mit 11 oder 12 Jahren habe ich das wohl bekommen. Und ich habe das eigentlich damals schon immer mit meinem Vater zusammengespielt. Der war zwar nie so wirklich der
Spielkonsolen-Fanatiker oder so, ist ja auch nicht mit aufgewachsen, er kannte das ja so eigentlich nicht. Aber das war echt ein Spiel, da hat er sich mit mir immer abends hingesetzt nach dem Feierabend und hat mit mir SimCity gespielt. Und das fand ich damals schon richtig geil. Und das sind halt so Kindheitserinnerungen und so, und deswegen liegt mir das Spiel auch wahrscheinlich sehr am Herzen. Und es ist einfach ein schönes Spiel. Ich meine, es ist entspannt. Auch wenn die Musik einen nach einer Zeit vielleicht so ein bisschen wuschig macht, haben einige von euch auch schon gesagt. Aber ich finde, sie beruhigt das Gemüt auch so ein bisschen. Es ist ein beruhigendes Spiel, in meinen Augen. Das kann man schon sagen. Okay, zwei Fragen beantwortet. Das geht ganz schön schnell hier, deswegen mache ich jetzt erstmal Pause mit Fragen beantworten und wir kümmern uns wieder um das Spiel. Wir haben auch gleich wieder Dezember. Gibt wieder Kohle. Was mir Sorgen macht, sind hier unsere Wohngebiete. Guckt euch die mal an. Die sind hier total am Abbau. Ist nicht gut. Ich muss echt für mehr Arbeit sorgen anscheinend und für mehr Gewerbegebiete. Das machen wir gleich. Knallen wir hier alles voll mit Gewerbe. Und da könnten wir vielleicht noch ein, zwei Industriegebiete hier hinstellen. Vielleicht. Mal sehen. Und wieder über $1000 dazu. Das ist cool. Aber mir fällt gerade was ein. Hier darf ich nichts vollknallen. Hier wollte ich ja unseren Flughafen hinsetzen. Ah, ja, ist ja, alles klar. Deswegen haben wir auch so viel Kohle. Ich hatte gespart. Jetzt fällt mir das wieder ein. Ah, alles. Ich sollte mir, glaube ich, beim nächsten Mal irgendwie so ein paar Notizen machen, was ich mit dem Geld vorhatte oder was ich beim letzten Mal gemacht habe, damit ich nicht alles wieder auf den Kopf haue. Aber es passt ja noch. Gut. Gut, noch haben wir das Geld nicht zusammen. Aber wie sieht das mit dem Kredit aus? Da weiß ich gerade gar nicht mehr. Moment, wieder falsches Menü. Bank, wie sieht's da aus? Oha, wir müssen noch 14 Jahre lang zurückzahlen. Okay, da brauchen wir erstmal nicht nachfragen. Gut. Dann, also ein bisschen, da wir immer 1000 kriegen, können wir ruhig ein bisschen bauen. Das ist ja auch ein bisschen lahm hier. Ich baue mal hier noch ein bisschen Gewerbe hin. Door, door und door. Fein, dann können wir gleich gucken. Und vielleicht setzen wir da unten nochmal ein bisschen Wohngebiet hin. Obwohl, ja doch, wird auch wieder verlangt, so ein bisschen. Ja, es kommt wieder. So langsam baut es sich wieder auf da oben. Ich gehe doch wieder ein bisschen Richtung Arbeit und mache hier Industrie erstmal hin. Da ist gerade eine Polizeistation, das heißt, so passt das schon. Ja, würde ich sagen. Schnell, Schiene dahin, dass die Bahn dann abfährt. Komm her. Ich weiß, das ist nur symbolisch, aber ich hab's halt ganz gern. Biegst du ab? Er biegt ab. Juhu. Beziehungsweise er fährt geradeaus weiter. So, und schön Grünflächen nicht vergessen. Hopp, komm mit. Da noch und da und da. So, halt, den auch. So, so passt das. Schick, 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 schick. Ach, ich ja, ich muss ja da auch ein Stück hinsetzen. Oh, den schönen Baum fällen. Weg. Wow, die Gewerbegebiete sind aber echt heiß begehrt. Ist nur noch eins frei. Fein, fein. So. Wir sind bei 57.000 Einwohnern. Und ich habe das so in Erinnerung, dass bei 100.000, da ist erst die nächste Grenze praktisch für... Was kommt dann? Hauptstadt? Sind wir jetzt eine Großstadt? Ich muss mal eben nachgucken. Ich weiß das gar nicht mehr. Bloß Geschichte. Wir sind schon eine Hauptstadt. 1935 sind wir zur Hauptstadt ernannt worden. Dann kommt bei 100.000 schon die Metropole. Ja, das ist ja Wahnsinn. Also wir sind schon, ja, was heißt kurz davor, ist übertrieben, wir haben gerade mal die Hälfte. Aber das nächste wäre halt die Metropole. Und ja, bei der Metropole, ah, da kommt's schon. Handel benötigt einen Flug, da wollte ich gerade drauf hinaus. Bei der Metropole wird's dann auch langsam Zeit, dass wir einen Flughafen brauchen. Ja, ja, ich weiß, ich habe kein Geld dafür, wir müssen sparen. Gut, dann muss ich halt jetzt doch ein bisschen Geld sparen. Nützt alles nichts. Dann müssen wir die Zeit irgendwie überbrücken. Machen wir gleich.